Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute mit einem Minispielbericht zu dem Exhibition Game zwischen Team USA und Nigeria. Was Nigeria gewonnen hat mit 3 Punkten. Eine absolute Sensation. Großes, großes Shoutout an das nigerianische Team. Und wir sprechen auch gleich noch ein bisschen über Nigeria im Kontext des internationalen Basketballs. Aber ich will zuerst mal ein bisschen was über Team USA sagen, beziehungsweise eher erzählen. Ich bin einer der größten Team USA-Fans, die ihr euch da draußen nur vorstellen könnt. Ich bin seit 2004 ja bei der NBA dabei, so 2003, 2004, LeBrons Rookie-Season. Seitdem bin ich NBA-Fan. Ich war dann im Sommer erstmal todtraurig, dass dann die NBA-Season vorbei war. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann kam natürlich das, was kommen musste. Team USA fliegt zu den Olympischen Spielen nach Athen in Griechenland, macht aber davor einen Stopp in Deutschland und spielt 2 Exhibition Games, einmal gegen Italien und einmal gegen Deutschland. Und ich hatte dann das große Glück, dass meine Eltern mich mitgenommen haben, mit nach Köln, erst ins Spielerhotel, wo wir 6 oder 7 Stunden saßen und darauf gewartet haben, dass die Jungs runterkommen. Da habe ich dann ein paar Autogramme bekommen. Man sieht bis heute den Ball da hinten, diesen rot-blau-weißen Ball. Und da sind ein paar Unterschriften drauf, beispielsweise von Carmelo Anthony, von Stephon Marbury. Und ich habe alle Jungs damals gesehen, wie sie in den Bus reingegangen sind. Ich war danach bei dem Spiel gegen Italien und ich war einfach nur der glücklichste kleine Basketballfan, den man sich vorstellen kann. Aber ich habe halt auch zugeguckt, wie Team USA mit 25 Punkten verloren hat. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil sie zum einen die Regeln gar nicht kannten. Also ich kann nicht zählen, wie viele von den Jungs die ganze Zeit Schrittfehler abgepfiffen bekommen haben. Auch LeBron einmal bei einem Breakaway-Dunk. Das hat mich so genervt als kleines Kind, als Fan. Ich konnte nicht verstehen, wieso der Schrittfehler abgepfiffen bekommt. So LeBron, damals 18, 19 Jahre alt, größtes Talent der Welt und bekommt Schrittfehler abgepfiffen, back-to-back so. Ich war einfach devastated. Aber es war nicht nur, dass sie damals die Regeln nicht kannten, sondern sie kannten oder sie kamen nicht mit der richtigen Intensität. Sie dachten wirklich, sie gehen da rein und spielen das mal so locker runter. War aber halt nicht der Fall und Italien hat sie bestraft, Italien hat sie geklatscht, zu Recht auch, wie ich heute finde. Damals als Kind war ich den Tränen nahe in dieser Halle. Und um es kurz zu machen, ich bin seitdem Riesenteam USA-Fan, weil ich einfach dann diese Umstrukturierung des Programms voll mitbekommen habe. Damals wurden da neue Richtlinien eingeführt, wie lange muss ein Spieler dabei sein bei dem Team USA-Programm, um dann bei den großen Turnieren dabei sein zu dürfen. LeBron, Carmelo und Dwayne Wade waren da so ein bisschen die Posterboys dafür, waren dann bei der WM 2006, wurden auch da, achso, ich muss sagen, 2004 Team USA wurde dann Dritter bei Olympia, haben im Halbfinale verloren gegen Argentinien, was auch ein Monster-Game war von Argentinien. Großes Shoutout an der Stelle. Dann 2006 Europameisterschaft haben sie auch verloren. Ich weiß nicht mehr, ob sie gegen Griechenland verloren haben, aber ich glaube, Griechenland wurde damals Meister. Weltmeister. Das war 2006, Team USA wurde wieder Dritter und dann kam 2008 mein All-Time-Favorite-Team mit Kobe Bryant, mit Chris Paul, mit Darren Williams, mit LeBron, mit Carmelo, mit Dwayne Wade, es war Dwight Howard, Tayshaun Prince, es war das absolut geilste Team, das ich jemals gesehen habe und das Team, was für immer am meisten in meinem Herz sein wird. Und dieses Team hat dann in einem absoluten Krimi Spanien geschlagen im Finale und damit war die Herrschaft der USA sozusagen wiederhergestellt und es dauerte dann nicht lange, dass 2010 die WM, holy shit, daran erinnere ich mich tatsächlich nicht. Dazu kann ich gerade wenig sagen. Wow, ich glaube, die WM habe ich relativ wenig verfolgt. Aber 2012 Olympia war ich dann wieder voll da. Und da hatte man dann, ich glaube, Dwayne Wade nicht mehr dabei oder Dwayne Wade auf jeden Fall sehr verletzt. Aber ich glaube, gar nicht dabei. Dafür aber Westbrook, dafür Kevin Durant, zusätzlich mit Kobe und mit LeBron. Das Ding war einfach ein Cheatcode. So, das hat Bock gemacht zum Zuschauen. Mein Herz hängt immer noch mehr an den 2008ern, aber die 2012er waren auch sick einfach nur. Aber das war für mich so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil ich habe mir damals schon gedacht, als sie 2012 alles zerberstet haben, da habe ich mir gedacht, okay, shit, jetzt sind wir genau an der gleichen Stelle wie damals 92 und 96, als die USA mit ihren absoluten Top-Leuten zu den Meisterschaften gefahren sind und halt alle weggehauen haben und dann einfach von Jahr zu Jahr die Bereitschaft, das Turnier mitzumachen oder sich darauf vorzubereiten oder da pünktlich zum Training zu kommen, diese Bereitschaft ist immer mehr verloren gegangen. Und ich will jetzt nichts unterstellen, weil ich habe es jetzt nicht so krass verfolgt, wie die Programme aktuell geführt werden, aber
Ich habe in diesem Spiel jetzt gegen Nigeria quasi genau diesen Bullshit gesehen, den ich damals 2004 als 12-Jähriger gesehen habe in der Halle, nämlich keine Intensität, wenig vorbereitet auf den Gegner wirkten sie. Nigeria hat immer wieder das Gleiche gemacht und immer wieder war der Dreier offen für Nigeria. Man muss sagen, Nigeria hat 20 Dreier getroffen. Das ist ein bisschen die gleiche Story wie in dem Spiel Game 2 der NBA Finals dieses Jahr, dass die Suns halt einfach 20 Dreier getroffen haben und dann kannst du, egal wie gut du spielst, das Milwaukee, kannst du das nicht gewinnen. Aber in dem Spiel, die USA waren ja sogar dran, also sie sind immer noch Team USA, ne? Sie sind immer noch Kevin Durant, Jason Tatum, Damian Lillard, so, das sind einfach Jungs, die können, wenn sie so machen, können sie jedes internationale Team im Alleingang zerlegen, aber sie haben sich so ein bisschen hängen lassen und das Spiel wurde auch nur wirklich dann nochmal eng, weil KD in den letzten 1,20 oder so zwei Dreier getroffen hat, was halt immer wieder USA rangebracht hat. Ansonsten wäre das Ding sogar ein bisschen krasser ausgefallen. Und um es kurz zu machen, ich will jetzt nicht ewig auf denen rumreiten, weil zum einen, es fehlen noch drei Spieler bei dieser Mannschaft. Es fehlen noch Drew Holiday, es fehlt noch Chris Middleton und Devin Booker, die aktuell alle in den Finals spielen. Die werden alle noch zu den Olympischen Spielen fahren und dort Team USA unterstützen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, bei diesem Vorbereitungsspiel, das war jetzt das erste Game, was sie hatten, vielleicht das zweite Game, was sie hatten, natürlich stimmen da viele Dinge noch nicht. Und klar kann da auch mal die Intensität noch nicht so hoch sein, aber dann muss man sich einen anderen Gegner als Nigeria aussuchen. Denn jetzt kommen wir zu den Nigerianern. Die Jungs sind einfach sick as fuck. Die sind eins der stärksten, wenn nicht das stärkste Basketballland auf dem afrikanischen Kontinent. Die haben mit Abstand die meisten meisten Spieler aus einem afrikanischen Land in die NBA gebracht. Die ganze Mannschaft bestand gefühlt nur aus NBA-Jungs. Klar, zwar jetzt nie die krassen Typen, die jetzt jeder Fan kennt, aber also Josh Okogie kennt man, Precious Achiuwa kennt man, hier Gabe Vincent. Bin ich gerade ehrlich, weiß ich aktuell nicht, spielt der Dude in der NBA oder nicht, aber der Typ hatte ein sickes Game abgerissen und wir haben mindestens drei Jungs von den Miami Heat bei dem Team. Hier, unser Man Bam Adebayo hätte eigentlich auch für Nigeria spielen können, der hat einen nigerianischen Vater. Also Nigeria ist ein Monsterland für Basketballtalent. Giannis, seine Familie kommt aus Nigeria und er ist der Sohn von nigerianischen Eltern, ist zwar in Griechenland aufgewachsen, aber wenn man sich sein Skillset anguckt, seine Größe, seine ganze Herkunft, das ist alles Nigeria. Also Nigeria hat schon verdammt viel Basketballpotenzial und es wird ja aktuell immer mehr dafür getan, dass auf dem afrikanischen Kontinent immer mehr der Basketball gepusht und gefördert wird, eben weil es dort so viel Potenzial gibt. Und ich bin mir sehr sicher, dass in den nächsten 10 Jahren viele, viele internationale Prospects über diese Programme in die USA kommen werden. Genauso wie damals Joel Embiid und Pascal Siakam aus Kamerun. Kamerun ist ein sehr starkes Basketballland. Nigeria ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Kongo hat immer wieder sehr gute Spieler hervorgebracht. Also das ist echt interessant, was da in den nächsten paar Jahren in Afrika passiert. Auf dem ganzen Kontinent, aber vornehmlich wahrscheinlich West- und Zentralafrika, also hier Südafrika und Ostafrika wird es wahrscheinlich eher nicht sein, alleine vom, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich die Kultur ist, aber auch, wenn man sich anguckt, so, ja, ist egal. Also ich denke vom Körperbau her, ich denke von der Leidenschaft für den Sport wird es wahrscheinlich hauptsächlich Westafrika und Zentralafrika sein. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Ich finde es einfach cool, dass der Sport immer internationaler wird, dass immer mehr Leute sich für den Sport begeistern und dass wir mittlerweile nicht mehr solche Statements haben von oder haben können, wie damals von Charles Barkley, als er gesagt hat, was weißt du über Angola? Und er hat gesagt, I don't know nothing about Angola, but Angola is in trouble. So, diese Statements kann es nicht mehr geben. Wenn Kevin Durant gesagt hätte, I know nothing about Nigeria, but Nigeria is in trouble, hätte Nigeria low-key gelacht, weil die wissen, was sie können. Und die sind echt ein gutes Team. Und ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren auf jeden Fall gehen wird. Ich mache mir um Team USA, um das jetzt mal ein bisschen ins Positive zu bringen, aktuell noch relativ wenig Sorgen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass ich nach wie vor sie wie jedes Jahr eigentlich als Top-Favorit sehe. Ich hatte sie bei der Weltmeisterschaft nicht als Top-Favorit, bei der letzten, 2018 war die, glaube ich. Da habe ich es mit dem Roster begründet, da war aber auch von den großen Namen wirklich gar keiner dabei. Jetzt dieses Jahr hat man Kevin Durant dabei, man hat Lillard dabei, man hat Beal dabei, Jason Tatum ist nochmal ein paar Jahre älter, ist nochmal krasser geworden. Also mittlerweile, das Team passt schon so von der Star-Power. Es ist jetzt kein Dream-Team, aber es ist ein starkes Team USA, vor allem, wenn wir noch ein paar von den Rotation Spielern, die jetzt ein paar Minuten bekommen haben, wenn wir die vielleicht noch austauschen mit Middleton und Devin Booker und eben hier Drew Holiday, weil es dann vor allem auch defensiv sehr, sehr unangenehm wird für die internationalen Guards. Aber ich sag's nochmal, also die USA sind für mich Top-Favorit. Ich kenne mich im internationalen Basketball aber wenig aus, beziehungsweise habe sehr wenig gesehen dieses Jahr. Ich habe auch die deutsche Quali zum Beispiel gar nicht gesehen vor Olympia. Ich bin einfach noch nicht in diesem Film. Ich bin so focused im Moment noch auf die Finals. Ich habe noch nie so viel Playoffs konsumiert, Output gleichzeitig gehabt und so viele Dinge gleichzeitig auch noch habt ihr, bekommt ihr alles mit, was da alles noch ist, was für verschiedene Projekte die ganze Zeit noch oben drauf kommen und das Gewinnspiel und das und das und bla. Deswegen, ich habe null Auge gerade für die Olympischen Spiele, aber ich sag euch, ich bin ein Riesenfan der Olympischen Spiele und sobald die Finals vorbei sind und alles so ein bisschen runterfährt für mich, werde ich mir die Olympischen Spiele sowas von reinziehen, egal welchen Sport, ich feiere das. Ich kann den ganzen Tag auf der Couch sitzen und wirklich Synchronschwimmen gucken und dann Leichtathletik irgendwie die paar Tage, wo das den ganzen Tag läuft. Ich ziehe mir Schwimmen rein, ich ziehe mir selbst whatever, so egal was es ist bei Olympia, ich ziehe mir das rein, weil das so Bock macht zum Gucken. Aber jetzt schweife ich wirklich ab. Also großes Shoutout an Nigeria und ich würde sagen, Team USA, ja, als Fans nehmt es jetzt nicht zu eng. So Team USA hat jetzt verkackt, hatte ein bisschen zu wenig Intensität. Hätten sie Nigeria schlagen können? Ja, natürlich. Also das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man Nigeria schlägt. Und ich sage auch, selbst in der Konstellation, in der sie jetzt waren, ohne die drei Finalisten, hätten sie auch locker Nigeria schlagen können und wahrscheinlich auch jedes andere internationale Team. Aber es muss halt das Mindset stimmen, es muss die Eingespieltheit stimmen und es kann nicht sein, dass Damian Lillard das ganze Spiel irgendwie im zweiten Gang läuft. So, der Typ hat so wenig gemacht in dem Game. Kevin Durant hat diese zwei Dreier da am Ende getroffen, habe ich schon gesagt. Davor war er auch eher Trash. Oder was heißt Trash, aber auch eher so, ja, okay, ich laufe mal ein bisschen mit. Das reicht so nicht, aber ich mache mir keine Sorgen, Mann. Die haben Popovic als Coach, die bekommen noch ein paar Spieler dazu und wenn die bei Olympia sind, sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Trotzdem finde ich es nicht cool, dass sie verloren haben und trotzdem finde ich es nicht cool, dass sie sich nicht wirklich angestrengt haben. Alright, das war es jetzt von mir zu diesem Thema. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ich habe zwar schon einiges an Feedback bekommen, dass ich die Olympischen Spiele covern soll, aber wenn ihr das genauso seht, würde ich mich freuen oder freue ich mich einfach, das ein bisschen auch zu lesen. Ja, Mann, und ansonsten sehen wir uns morgen auf jeden Fall mit einem Video hier und dann bin ich raus. Wir hören uns morgen. Haut rein, meine Freunde, bis dahin. Peace.